Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Die neue und erste 20-Mann-Raid-Instanz namens Zul'Gurub wird ja immer gerne als Catch-up bzw. Aufholinstanz gesehen, um vor allem sich oder seinen Twink ready für den Packschwenkhorn zu machen. In der Instanz selbst droppen diverse blaue, aber auch echt teilweise super starke epische Items, die allerdings eher selten für gut ausgerüstete Spieler sind, zumindest für Chars, welche dort mit einem Equipment-Stand auf BWL-Niveau reinlaufen. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, was meiner Meinung nach die wichtigsten Items für die jeweiligen Klassen aus Zul'Gurub sind und teilweise sogar gar nicht mehr so schnell ausgetauscht werden, vorausgesetzt ihr habt wie gesagt die ersten Raids auf Farmstatus. Ich möchte jedoch nicht nur stumpf die Loot-Tabelle vorlesen, sondern wirklich nur die für mich wichtigsten Items pro Klasse nennen. Schreibt mir bitte super gerne nach dem Video mal einen Kommentar mit euren Must-Have-Items aus Zul'Gurub und lasst mir doch bitte, falls euch das Video gefällt, direkt einen Daumen nach oben da, hilft mir definitiv sehr. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir starten direkt mal mit dem Krieger, speziell mit dem Deathkrieger. Allzu viele Items wird dieser aus Zul'Gurub nicht mehr benötigen. Eines der wenigen wäre hier zum Beispiel Ned Peggles kaputte Spule und ihr werdet euch jetzt fragen, Alter, hast du Lack gesoffen? Beim Aktivieren Zaubertrefferchance kannst du nicht lesen? Doch kann ich. Bei dem Encounter the Four Horsemen in Naxxramas benötigt ihr eine Spottrotation mit 8 gut ausgestatteten Tanks. Wenn hier ein Spott widerstanden wird, ist der Vibe nicht fern. Es ist also wirklich gang und gäbe, dass Tanks bei vor allem diesem Bossfight das im Hintergrund zu sehende Item tragen. Mit dem Vierer-Set vom T3 und dem Aktivieren des Schmuckstücks haben diese nur noch eine Chance von 1%, dass der Spott widerstanden werden kann. Auch zum Beispiel bei den Drachenbossen in BWL ganz nett, wobei die, denke ich, auch mal so liegen. Für die Leute, die noch nichts Besseres haben, wäre definitiv noch das Schild von HK sowie der Verteidiger des Blutfürsten eine Option und sollte auf jeden Fall in Betracht gezogen werden. Das zuerst genannte Schmuckstück ist natürlich auch was für eure Caster und wird allgemein von dem optionalen Boss namens Gazranka fallen gelassen. Wie ihr diesen beschwört bzw. angelt, erkläre ich euch in einem bald erscheinenden Video. Für die Heiler unter euch gibt es definitiv auch das ein oder andere ganz nette Item. Zum Beispiel Chindos Auge des Bösen, endlich ein extrem starker Hals, der so gut wie alle Heiler im Blick haben werden. Auch für die, die zu geizig für Balk der Wildnis waren, wie zum Beispiel ich, oder einfach noch kein Glück in BWL hatten, gibt es bei Manduk hier einen echt netten blauen Umhang mit 33 Ethyl und ganz guten Werten. Auch Chindos Verhexer ist vor allem für alle Nichtpriester definitiv mehr als nur ein Blick wert. Den nächstbesseren Kolben gibt es erst bei Nefarian, dem Endboss aus dem Pechschwinghort. Paladine bekommt zudem bei HK absolut großartige Hände mit knappen 60 Ethyl, Manarek sowie ein paar guten Grundwerten. Die Dinge habt ihr definitiv bis Nax, wenn nicht sogar bis Ende an. Die Minmaxer unter euch können sich noch den Stab Wille Alox holen, hat nicht super viel Ethyl, dafür 35 Wille. Wenn ihr also zufälligerweise Anregen euch selbst gebt bzw. bekommt, könnt ihr schön kurz den Stab anziehen und profitiert von dem Willewert. Dasselbe gilt natürlich auch für die Magier mit Hervorrufung, aber muss auch nicht unbedingt sein. Wir machen direkt mal weiter bei den Caster DPS Klassen. Hier werden es, denke ich, so gut wie alle auf den Umhang der Verzerrung abgesehen haben. 23 Zauberschaden und vor allem der 1% Hit ist definitiv eine Ansage. Auch der Zauberstab für alle Stoff-DPSler namens die Berührung des Chaos kann man gut und gerne mal mitnehmen. Vor allem aber schaut man jedoch auf das Blutreben-Set, ist zwar blau, gibt aber alleine 4% Hit, vor allem für Hexer fast ein Must-Have, da sie keinen Hit mitskillen können. Vermutlich wird man aber auch einige Moonkins, Shadows, Elishamis und vor allem Magier damit rumrennen sehen. Beachtet zudem, ihr bekommt den Set-Bonus nur dann, wenn ihr Schneidern auf 300 habt. Tragen können es jedoch alle. Die Rezepte gibt es ab der Rufstufe freundlich bis respektvoll bei den Zandalari-Trollen zu kaufen. Auch das Heldenmedaillon aus dem Herz von HK ist definitiv ganz nett, vor allem für PvP oder wenn man noch nicht die Träne von Nefarian bzw. den Talisman von Schattenschwinge hat. Magier haben zudem noch den Talisman des Gedankensprungs aus BWL. Der Elementarschami könnte sich vielleicht noch das ein oder andere Teil aus dem ZG-Set, welches gegen Abgabe von Items und einer gewissen Rufstufe zu erhalten ist, anschauen. Sollte man zudem ums Verrecken noch kein Glück mit zumindest dem Mageblade oder dem Stab der Dominanz gehabt haben, gibt es noch den Blutrufer, ein vor allem echt stylisch leuchtendes Schwert für Magier und Hexer. Und ach ja, bei dem optionalen Boss Gazranka könnt ihr als Magier den Foliant der Verwandlung bekommen, dann wird euer Schaf zur Schildkröte. Kommen wir nun zuerst zu dem Melee-DPS und dann natürlich noch zum Hunter. Für Schwertschurken und Offkrieger wären hier definitiv die Kriegslinge der Harkari ganz nett, vor allem wenn ihr in BWL noch kein Glück hattet. Auch der Fangzahn des Gesichtslosen ist für Tropp-Pech-Vögel ein Auge wert. Wenn ihr zudem meint, dass ihr nach dem 150. Run sowieso nie Hand der Gerechtigkeit bekommt, dann wäre das Heldenmedaillon, welches ihr aus dem Herz von der HK-Quest ergattern könnt, ebenfalls mal ein Blick wert. Die Faustwaffen rund um Tekals Griff ebenso, wobei es da definitiv Besseres in den bisherigen Raids gibt. Der Proc von beiden Waffen liegt zudem bei ca. 1%, was jetzt nicht so hoch ist. Das geilste an den Dingern ist jedoch, dass diese euch in einen Tiger verwandeln können. Styletechnisch auf jeden Fall unschlagbar.
Einer der besten Drops dafür wäre das Auge von Hakar, eine Halskette, die definitiv einfacher zu bekommen ist wie die von Onyxia. Auch Hunter sollten auf die Kette einen Blick drauf werfen. Jäger werden es wahrscheinlich am meisten auf den Weltenzerstörer abgesehen haben. Ein echt geil aussehendes Zweihandschwert mit ganzen 72 Angriffskraft und 28 Ausdauer. Ich habe mir zudem sagen lassen, dass die blutbefleckte, runenverzerrte Halsberge vom Boss namens Venoxis auch ganz gut sein soll. Kann man definitiv mal als gute Alternative zum T-Set in Betracht ziehen. Viele von euch werden es aber definitiv auf die Verzauberungen abgesehen haben, für welche man den Ruf bei dem Stamm der Zandala erhöhen muss. Wie das genau geht, habe ich in meinem Phase 4 Zul'Gurub Video kurz erklärt. Das findet ihr am Schluss des Videos. Dort gibt's allgemein nochmal ein paar mehr Eindrücke zur Instanz. Besagte klassenbezogene Kopf- und Hosenverzauberungen, welche teilweise als die besten im Spiel gelten, sind ab der Rufstufe freundlich in der Instanz bei Sansa den Ruhelosen gegen bestimmte Items einzutauschen. Ich verlinke euch alle Enchants und was ihr dafür braucht unten in der Videobeschreibung. Lohnt sich also definitiv für alle Klassen zu machen. Ab der Rufstufe Ehrfürchtig gibt es zudem noch die Schulterverzauberungen, welche ebenfalls die besten Verzauberungen bis Phase 6 sind und selbst dann müsst ihr den vorletzten Boss aus Naxxum hauen. Diese könnt ihr gegen 15 zanalarische Ehrenmünzen eintauschen, welche ihr gegen Abgabe von Münzensets bzw. Bejuice bekommt. Einer der seltensten Drops in der Instanz ist wahrscheinlich der Zulianische Tiger, ein absolut grandioses Mount, welches vom Model her gesehen eigentlich bisher der Allianz vorenthalten ist. Außerdem gibt es noch den Raptoren, welcher mindestens genauso geil aussieht. Ich muss allerdings zugeben, dass ich in meiner kompletten Classic-Karriere leider noch nie eins von beiden Mounts abfallen sehen. Wenn allerdings jeder damit rumrennen würde, wäre es ja auch wieder langweilig. Deswegen passt die geringe Drop-Chance definitiv, denke ich. Den Raptoren gibt es übrigens bei dem Boss namens Blutfürst Manuk hier und der Tiger-Drop bei dem Priester-Boss Tekal. Es gibt es zudem noch für jede Klasse spezifische Klassenschmuckstücke, welche meiner Meinung nach aber eher für das PvP bzw. Supersituationsabhängig sind. Deswegen diese nur im Schnelldurchlauf. Das vom Druiden zum Beispiel mega im PvP oder bei kurzen Bossen oder spezifischen Bossen wie zum Beispiel Valestras aus BWL. Das für den Jäger ist absolut Hammer im PvP und mit dem richtigen Totstell-Schmuckstück-Wechselmakro und etwas Übung auch für die Min-Maxer unter euch im PvE zu gebrauchen. Der Magierschmuck ist meiner Meinung nach, und korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, absolut ungenügend oder übersehe ich da irgendwas. Das Parler-Trinket ist Durchschnitt, vielleicht für Schockardine vor allem ganz nett, für den PvE-Heal auch ganz nett, aber gibt es meiner Meinung nach bessere. Beim Priester dasselbe wie beim Druiden, für Speedruns gewisse Bosse und vor allem im PvP echt stark. Schurke ist wohl eines der besten PvP-Items im Spiel, vor allem im 1v1. Shami-Schmuck ist wieder Müll, außer ihr spielt regelmäßig Duelle oder macht viel PvP, wo euch viel 1 gegen 1 Kämpfe erwarten. Hexer eher auch nicht so gut, außer ihr spielt eine Zerstörungsskillung im PvP, könnt es mir im PvE höchstens vorstellen, mit der vorhin genannten Spule von Netpagel, welche Hit gewährt, sowie mit der richtigen Skillung in den Instanzen der späteren Phasen. Der Schmuck vom Krieger ist höchstens im PvP zu gebrauchen, wenn überhaupt, im PvE gibt es einfach bessere. Alle genannten Klassenschmuckstücke sind zudem extrem hart zu bekommen. Ihr benötigt dazu 4 Teile von 4 verschiedenen Bossen. Allerdings ist immer nur der gleiche für 15 Tage zu beschwören. Den Encounter könnt ihr indirekt über den Beruf Alchemie in der Edge of Madness einen gewissen Abschnitt in der Instanz herbeirufen. Allerdings kommt pro 15 Tage immer derselbe. Dann kommt der nächste für 15 Tage, wieder 15 Tage später der nächste und so weiter. Ihr benötigt also mindestens 60 Tage, um euer Schmuckstück zu bekommen und braucht dazu noch jede Menge Würfelglück. Am besten in der Gilde mal absprechen. Wie man diesen jeweiligen Boss beschwört, zeige ich euch in einem bald erscheinenden Video. Wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, dann würde ich mich mega über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo wäre natürlich auch ein Traum. In diesem Sinne, viel Spaß in Zul'Gurub und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.